War ja für uns im Grunde genommen, ist die Saison vorher schon durch gewesen. Wir hatten Platz 4 sicher, konnten nach vorne nichts mehr machen, nach hinten nicht mehr eingeholt werden. Nichtsdestotrotz wussten wir schon, dass wenn wir ja heute Rahlstedt schlagen, dass Condor dann die Möglichkeit hat, durch einen Sieg gegen Osnabrück die Klasse zu halten. Das wollten wir auch unbedingt versuchen. Anscheinend haben wir uns aber dann doch ein bisschen aus der Bahn werfen lassen. Ja, nach dem 1-0 hat es meiner Meinung nach ist die Mannschaft ein bisschen die ersten Minuten danach zusammengebrochen und hat sich davon ein bisschen einschüchtern lassen. Nach dem ersten Tor, sind nicht in die Zweitkämpfe gekommen. Wir haben eigentlich sehr fahrlässig und lustlos Fußball gespielt. Rahlstedt war da wacher, war viel intensiver in dem Spiel und hat dann auch in der Höhe verdient gewonnen. Ja, wir haben heute eines der besten Spiele gemacht, finde ich, diese Saison. Von Anfang an, obwohl Norderstedt eigentlich auch richtig gut gespielt hat von Anfang an, aber dann durch dieses abgefälschte Tor war dann halt, sag ich mal, der Dosenöffner. Und dann lief das auch immer weiter gut und auch dann gut kombiniert. Alle Tore waren sehr schön herausgespielt. Und beim 4-0 war Norderstedt dann halt auch, meiner Meinung nach, haben sie dann aufgehört, Fußball zu spielen. Und dann war es für uns nur noch wichtig, in der zweiten Halbzeit auch da nicht aufzuhören und dann noch irgendwie ein scheiß Ding zu kassieren, sag ich mal. Und dann wäre es vielleicht noch mal eng geworden. Aber ich finde, wir haben das heute richtig gut gemacht. Auch defensiv alle mit nach hinten gearbeitet und im Verbund das heute gewonnen. Vierter Platz sind wir jetzt in der Regionalliga geworden. Ich denke, das ist eine sehr gute Leistung und damit ist die Mannschaft auch zufrieden. Als Trainer ist man natürlich immer da geneigt, die vertanen Chancen noch dann so ein bisschen im Kopf zu haben. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir in einigen Spielen ein bisschen konsequenter am Start gewesen wären, wie jetzt zum Beispiel auch heute, ne, dann wäre bestimmt zumindest ein Angriff auf die Relegation möglich gewesen. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt Vierter, das ist die beste Saisonplatzierung, die eine U19 von Eintracht Norderstedt jemals erreicht hat. Top 4 in der Regio, kann man absolut mit leben, das ist in Ordnung. Nichtsdestotrotz hätte ich mir schon hier und da manchmal so ein bisschen mehr Hartnäckigkeit gewünscht und so ein bisschen mehr Zuhören der Spieler. Ich glaube, es war ein bisschen mehr drin noch.